Ringlicht an und Action. Wenn Oma zu Besuch ist, werden TikToks gemacht. Aaron Goodman aus New Jersey ist 17 Jahre alt, seine Großmutter 84. Ihre Videos sehen auf Social Media Millionen Menschen. Okay, so ready? Hi, my name is Dova Friedman and I am a Holocaust survivor. When I came to Auschwitz, I was 5½. I had no name. My name was 27,633. Vor 1½ Jahren haben sie ihren TikTok-Kanal gestartet. Heute zählt ihr 500.000 Follower. In kurzen Videos erzählt Tova Friedman von der Zeit in Auschwitz und beantwortet Fragen zum Holocaust. Damit wollen die beiden möglichst viele junge Menschen erreichen. Wie viele haben wir jetzt? 8,7 Millionen. Wie ist das, wenn man so beliebt auf TikTok ist? Ich betrachte mich nicht als Tova Friedman, eher als Vertreterin der Kinder, die nicht mehr hier sind. Es ist also nicht meine Geschichte. Ich habe überlebt, um ihre Geschichte erzählen zu können. Es ist die Geschichte von etwa 1,5 Millionen Kindern, die ermordet wurden. 1,5 von insgesamt etwa 6 Millionen Juden, die den antisemitischen Wahnvorstellungen des NS-Regimes zum Opfer fielen. Der Völkermord an den Juden im Zweiten Weltkrieg, der Holocaust. Tova Friedman ist 5 Jahre alt, als sie nach Auschwitz deportiert wird, in das größte deutsche Konzentrationslager. Als wir ankamen, nahmen sie uns die Kleider. Und ich erinnere mich, dass mein Haar abrasiert wurde. Niemand hatte mehr Haare. Alle möglichen Haarfarben waren auf dem Boden gestapelt. 6 Monate verbringt sie im Kinderlager, bis Auschwitz befreit wird. Dieses Foto geht um die Welt. Links Tova Friedman. Das ist der Tag der Befreiung, der 27. Januar 1945, als die Russen kamen. Ihre Geschichte hat sie in einem Buch festgehalten. Ich war das Mädchen aus Auschwitz. Jahre später kehrt sie zurück. Aaron ist auch dabei. Er ist damals 10, filmt mit seiner Kamera. Ihr seid das, was Hitler nicht töten konnte. Ihr seid das beste Geschenk, ihr und meine anderen Enkelkinder. Auch die Aufnahmen von damals verarbeitet Aaron zu TikTok-Videos. Die Idee zum Kanal kam ihm, als er merkte, wie wenig User auf der Plattform über jüdisches Leben und den Holocaust wissen. Ich dachte, das passt. TikTok ist nicht nur Spaß, man kann damit auch eine Botschaft verbreiten, Ideen und unterschiedliche Kulturen. Das ist vielen nicht bewusst. Unwissenheit schürt Antisemitismus auf TikTok, sagt Aaron. Ein Rapper, der antisemitische Parolen verbreitet. Ein Ex-Präsident, der sich mit Holocaust-Leugnern zum Abendessen trifft. Oder erst kürzlich Flugblätter mit antisemitischen Botschaften in Georgia. In den USA sind judenfeindliche Einstellungen so verbreitet wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das zeigen Umfragen der NGO Anti-Defamation League. Soziale Medien sind ein Beschleuniger bei der Verbreitung von Judenfeindlichkeit, sagen die Autorinnen Monika Hübscher und Sabine von Mehring. Die Ausmaße von Antisemitismus auf den Plattformen fast gar nicht zu erfassen. Die große Schwierigkeit ist, dass es in so vielen verschiedenen Formen und Sprachen vorkommt. Also es gibt Memes, GIFs, alles, was es an Tools gibt, um Inhalte auf Social Media zu generieren. Eine Untersuchung der UNESCO zeigt, fast jeder 5. TikTok-Inhalt, der sich auf den Holocaust bezieht, leugnet oder verzerrt ihn. TikTok setzt nach eigenen Angaben Technologien und Moderationsteams ein, um solche Inhalte zu entfernen.
Doch Antisemitismus kann in kodierten Formen auftreten, in Symbolen, Songs, Emojis oder Filtern. Das ist das Problem. Und die kodierten Formen sind eben selbst für Experten nicht erkennbar. Und das heißt, dass dann also junge Menschen, die irgendwelche antisemitischen Posts auf ihrem Feed haben, dass die das unwissend, dass es Antisemitismus ist, auch weiter verbreiten. Auffällige Inhalte und Profile können auf TikTok gemeldet werden, doch selten werden sie dann auch entfernt. Die Expertinnen raten, sich an Online-Meldestellen wie RIAS in Deutschland zu wenden, die Antisemitismus erfassen und dokumentieren. Denn von solchen Inhalten geht eine Gefahr aus. Eine unglaubliche Gefahr der Normalisierung von Antisemitismus und auch des Überschwappens in das reale Leben, ne? Dass aus antisemitischen Worten oder Memes in den sozialen Medien dann halt offline Taten werden. Auch Aaron und seine Freunde stoßen auf TikTok häufig auf Hass und Desinformation. In letzter Zeit ist es eine Art Trend, dass Leute wie Kanye wirklich bedauerliche Dinge über jüdische Menschen sagen. Und viele glauben diese schrecklichen Verschwörungstheorien, wie zum Beispiel, dass der Holocaust nicht real war. Für sie ist TikTok aber vielmehr ein Platz für Spaß und Information. Mit 1 Milliarde Usern kann man auf der Plattform ein riesiges Publikum erreichen. TikTok ist ein sehr einflussreicher Ort. Und es ist schön, dass Aaron und seine Großmutter die Möglichkeit hatten, ihre Erfahrungen auf so eine bedeutende Weise zu teilen. Tova Friedman gehört zur letzten Generation der Holocaust-Überlebenden. Ihre Geschichte trägt Aaron auf Social Media weiter. Die Geschichte wird nicht mit mir sterben. Sie wird mit der nächsten Generation weiterleben. Man muss erinnern, denn zuerst verbrennt man Ideen und dann Menschen. Ihre TikToks sind eine Warnung an künftige Generationen und ein Vermächtnis gegen das Vergessen. Da gibt es viele antisemitische Äußerungen, aber er beschützt mich davor. Ich bekomme nichts davon mit, denn das wäre sehr schwer.